So Leute, willkommen jetzt hier zurück zu einem neuen Video. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ihr seht schon, worum es in diesem Video geht. Ihr seht das im Titel auf jeden Fall. Also ihr habt schon, wie gesagt, im Titel gesehen, ich möchte euch meinen PC vorstellen. Dafür gibt es auch einen kleinen bestimmten Grund. Deswegen swipen wir gleich erstmal auf die Kamera und ich erzähle euch den Grund. Und danach zeige ich euch meinen PC nach und nach, Teil für Teil. Ich schreibe es auch hier überall hin ins Bild, damit ihr mir dann was Bestimmtes sagen könnt. Aber das erfahrt ihr gleich erstmal. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. So, ich erkläre euch heute erstmal, warum ich meinen PC euch vorstelle. Der liegt auch da hinten. Sorry gerade für die Unordnung hier überall im ganzen Zimmer. Also es gibt einen bestimmten Grund, wieso ich euch meinen PC, ausgerechnet meinen PC vorstelle. Es juckt doch eigentlich keinen, aber ich brauche eure Hilfe. Ganz, ganz dringend eure Hilfe. Von jedem Einzelnen von euch, der ein bisschen Ahnung vom PC hat. Und zwar stelle ich euch, wie gesagt, heute mein PC-Setup vor, was alles so in meinem PC drin steckt. Und zwar will ich meinen PC verbessern, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe so ein bisschen Ahnung vom PC, aber nicht wirklich viel. Und ihr müsst mir dabei helfen, was ich speziell an meinem Setup, weil ich will ja nicht komplett erneuern. Ich will ja so mein Intel Core i5 Zeug, da will ich ja alles behalten. Ich will vielleicht meine Grafikkarte erweitern. Vielleicht auch noch eine neue Speicherkarte, weil das ist als YouTuber relativ wichtig, dass du ganz, ganz viel Speicher hast. Weil du ja von einem auf das andere Setup switchen musst. Und ich habe bis jetzt eine 1000 GB und eine 120 SSD. Und da brauche ich eure Hilfe, was ich speziell auf mein Setup noch verbessern könnte. Was vor allem Grafikkarte, dann auch Netzteil und so angeht, auch vielleicht Wasserkühlung oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Dabei sollt ihr mir ja jetzt gleich helfen. Ich stelle euch mein PC-Setup vor und ihr könnt mir dann in die Kommentare reinschreiben, was ich denn speziell an meinem Setup verbessern könnte. Aber dann auch bitte halt richtig, dass ich halt wirklich weiß, so, yo, das kann ich machen, das kann ich einbauen. Das lasse ich dann von einem Profi einbauen, weil ich jetzt absolut keine Ahnung drüber. Aber bevor es nochmal losgeht, ich fahre Ende Sonntag, heute ist Dienstag, fahre ich nach Cottbus für 3-4 Wochen meinen Führerschein machen. Da gibt es dann auch ganz, ganz viele Videos. Und meine Oma und so kommen am Donnerstag, weil mein Vater hat morgen Geburtstag. Wir feiern Freitag ganz groß, weil er wird 40. Und ja, deswegen kommen die her und deswegen nehmen die mich damit zurück. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, auf geht's, Leute. Zu viel rumgelabert, bis gleich. So Leute, ich hoffe, das mit der Beleuchtung ist nicht relativ schlimm. Because es kann sein, dass ihr einzelne Teile nicht seht. Das werde ich nachher im Video nochmal gucken. Und werde dann, wie heißt das nochmal, von nachfilmen. Das werde ich eh tun, damit ich euch das besser zeigen kann. Aber es ist sehr wichtig, erstmal die Daten zu sehen, weil es ist auch relativ wichtig, die Größe des Gehäuses ungefähr einschätzen zu können. Damit ihr mir nicht so eine Bombe an Grafikkarten empfiehlt, die dann hier gar nicht reinpassen. Weil ein neues Gehäuse wollte ich mir jetzt nicht unbedingt holen. Ich würde sagen, wir schrauben das Ding jetzt erstmal hier auf. Das sind ja diese beiden Schrauben. Nummer 1 und Nummer 2. Aber warte mal, das ist ein PC von Hyrikin. Ich habe ein DVD-Laufwerk. Hier ist der Anknopf, hier ist der Ausknopf. Hier sind schon mal zwei USB-Stecker, die leider fast kaputt sind. So, haben wir hier zum ersten so einen Luftausgang. Auf der anderen Seite ist gar nichts, also hier ist wirklich halt gar nichts. Und hier jetzt haben wir hinten das Wichtige, die Anschlüsse. Hier oben zum ersten der Stromanschluss, ist immer auf an, weil ich habe Alexa. Macht den PC halt von alleine aus. So, hier steht noch Windows 8 drauf. Ich habe mittlerweile Windows 10. Dann habe ich hier zwei USB 2.0 Anschlüsse. Ich weiß gar nicht, was das für ein Anschluss ist. Na, random. Dann habe ich hier einen Monitoranschluss. Hier auch noch einen. Hier auch noch einen. Das gehört aber zum Motherboard. Also die benutze ich nicht, weil das sonst immer eine schlechtere Grafikkarte laufen würde. Dann habe ich hier vier USB 3.0 Anschlüsse. Dann haben wir hier einen LAN-Kabel. Hier haben wir hier die drei Audio-Anschlüsse. Und hier unten die Anschlüsse der Grafikkarte. Zum einen ein HDMI-Anschluss, der aber richtig schlecht erreichbar ist. Ich kriege da kein HDMI-Kabel rein. Dann haben wir hier noch zwei Monitoranschlüsse. Dann drehen wir das Ding jetzt einfach mal wirklich und ziehen die Front ab. Ich weiß, so viel ist da gar nicht drin. So, wir fangen einfach mal symmetrisch, ich ziehe euch das Ding noch ein bisschen mal hin, hier an. Und zwar ist das mein Netzteil und zwar, jetzt muss ich kurz spicken, das HEC 300 TC
2 WB, hat insgesamt, steht auch hier drauf, 300 Watt, ist so ein Billo-Ding, also es gibt für 16 Euro auf Amazon, also kann das gar nicht mehr so gut sein. Dann gehen wir mal symmetrisch nach dem Uhrzeigersinn hier oben hin, das ist das DVD-Laufwerk, so rum. So, dann haben wir hier diese ganzen Kabeleien, die hier einmal durchs PC-Gehäuse gehen, dann seht ihr das ganz schlecht. Da vorne ist die Adata, heißt die Marke, das ist die SSD mit 128 GB. Darauf ist mein ganzes System, heißt Windows und so weiter, die ganzen Programme sind da drauf. Dann darunter finden wir die HDD, das seht ihr hier ein Stückchen, mit 1000 GB von Seagate. Das ist eine normale HDD, ist nicht so schnell wie die SSD, aber ist trotzdem ganz okay. Dann sehen wir unten nochmal ganz viele, ganz viele Kabel. Ein bisschen Staub ist auch noch dabei, wie immer. So, dann würde ich sagen, wir kommen hier erstmal zum Lüfter. Das ist ein Titan DC12V. Verbraucht 2,4 Watt. Ja, ist halt ein normaler Billo-Lüfter. Gibt es auch für 10 Euro auf Amazon oder so. Den steckt man halt hier aufs Motherboard drauf. Und das Motherboard, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Das Mainboard meine ich natürlich, das Mainboard, vor der ein Gigabyte GAH180MD2V. Verbindbar mit einem Prozessor, der steckt dann... Oh Gott, lass mich raten. Ach genau, der steckt unter dem Lüfter, den seht ihr gar nicht. Ist kompatibel mit Intel Pentium, Celeron und dem Intel Core i5, i3 und i7. Ich habe den i5, der steckt auch wie gesagt da drunter. Ist ein Intel Core i5, wie ich schon gesagt habe. Also der Intel Core i5 4460 mit der CPU von 3,2 GHz und er hat 4 Kerne. Dann sehen wir hier die Grafikkarte, das ist eine GTX 750, auch von Gigabyte, hat 2 GB Arbeitsspeicher und das Betriebssystem auf jeden Fall läuft dann unter Nvidia. Ja, also der kommt ganz knapp noch damit zurecht, das Netzteil, das brummt auch mal ganz schön. Also da würde ich mir nochmal ein neues wünschen, das bräuchte ich eh, wenn ich eine neue Grafikkarte möchte. Also der insgesamt Arbeitsspeicher habe ich 8 GB und ihr seht schon, hier ist leer. Da ist überall leer. Man kann so viel noch in dieses Gehäuse, glaube ich, einbauen. Ich weiß nicht. Und wenn ihr mir das vorschlagt, dann sagt mir auf jeden Fall auch, ob ich ein größeres Gehäuse brauche. Weil ich bin davon jetzt nicht ganz abgeneigt. Aber ich finde das schon von der Ansicht ganz cool. Aber ich fände es cooler, wenn hier noch irgendwie so Licht rauskäme und sowas. Momentan habe ich hier nur vorne LED. Aber es wäre halt schon relativ cool so zum Ansehen. Nö, ich bin eigentlich durch. Genau, ich habe einen Systemtyp von X64, hatte ich in meinem PC durchgelesen. Und Windows 10 Home. So Leute, ich bin jetzt hier wieder back. Vorm Fenster sieht man ja auch, wie ich bestrahlt werde von Licht. Sorry, falls es gerade scheiß Licht war. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ihr so, die ein bisschen Ahnung von PC-Zeug haben, vielleicht auch mal ein bisschen googeln oder mir ein bisschen Fachwissen beisagen, was ich mir denn noch so holen könnte. Zumindest mal Sachen in die Kommentare schreiben, was ich mit was verbinden könnte, damit das zusammen als Betriebssystem bzw. als Computer funktioniert. Aber das wäre schon ganz wichtig, nicht, dass ich da eine Grafikkarte einbaue und dann funktioniert alles nicht mehr. Also das wäre schon ein bisschen schlecht. Und auf jeden Fall auch was nicht so teures. Also eine GTX 1050 wäre schon die höchste Grenze. Also es wäre das höchste und das würde ich mir auch als einziges holen. Also vielleicht noch eine etwas schlechtere Grafikkarte, irgendwie 900er Reihe. Lohnt sich das noch? Ich habe keine Ahnung. Und vielleicht auch mal mit mir sagen, was eine Soundkarte bringt, weil davon habe ich schon so oft gehört. Und ich bin ja auch YouTuber und das wäre ja, glaube ich, auch wichtig, wenn ich eine Soundkarte hätte. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit dem Sound vom Mikrofon zu tun. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Verbindungen gibt. Müsst ihr mir auf jeden Fall mal sagen. Und ich würde sagen, danke erstmal fürs Zuschauen. Und ich würde auch schon mal Danke an die Leute sagen, die sich jetzt die Mühe machen, um mir was in die Kommentare zu schreiben. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, haut rein. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht schon in Cottbus. Vielleicht ein WM-Resümee zu Deutschland, wieso sie rausgeflogen sind. Vielleicht aber was komplett anderes. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und tschüss.